Das Spiel ist nur für mich laut, habe ich gerade festgestellt. Zum Glück. New Game. Ich habe keine Ahnung, was uns bevorsteht. Vielleicht hätte ich die haben sollen. Frankenstein. Pain? I'm alive? That's odd. I don't feel alive. What's going on? I have no memories of anything before this point in time. My mind is tabula rasa. Yet, I have a language. I seem to be in some laboratory of sorts. Maybe I can find out what happened if I look around. Yeah, du kannst Englisch reden. My very first memory is waking up on this thing. Before that, nothing. I wonder what I am. Du bist Frankenstein, meine Liebe. Books. A lot of natural philosophy and chemistry. Something by an M.W. Shelley. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schriftsteller, der Frankenstein geschrieben hat. Ich fühle mich hier voll. A torture device turned into a strange machine. What kind of place is this? Ich habe keine Ahnung, aber das ist so eine Foltermaschine. Die eiserne Jungfrau, da sind Nadeln drin. Und wenn man da drin ist, wird man von lauter Nadeln gespickt. Ja, diese Journal Page, die leuchtet hier schon die ganze Zeit so auffällig. There's a handwritten note here. Maybe it can shed some light on my situation. Versuchen wir es nochmal. Heavy heartbeats I gather before my. These are instruments of my last. Ihr dürft das gerne durchlesen. Ich überfliege das selber mal eben ganz kurz. Ihr dürft einfach auf Pause drücken, denn ich werde das jetzt nicht übersetzen. Belladonna. Oh. Das war seine Frau. Er hat ihren Körper, ich übersetze es jetzt grob, ihren Körper wollte er wieder, naja, wie Frankenstein halt zum Leben erwecken. Das ist der finale Test. Nervosität ist unglaublich, ja, von meinem Schicksal und ihr, das darf nicht schief gehen. In meinen fiebrigen Träumen. Vision before me. Ihre Wangen, einst so voll von Lachen, sind jetzt nur noch, ja, transparent. Im Grunde nicht mehr mit, als mit Haut überzogene Knochen, ja. Ihre Augen schienen wie das Nachtlicht, aber jetzt sind sie leer, wässrig und eher gelblich. The time has come. Geschafft. Es war ein Erfolg. Es war ein Erfolg. Sie ist im Leben. Ja. Oh, ja, viel finden. Close. Entschuldigung. Jetzt hört ihr aber wirklich alles. Klicken, husten. Das Mikro ist super. There's a screwdriver in this toolbox. Better take it. Aber ich hab auch. Ich hab keine. Hab ich. Nee. Optionen und nix. Kann ich speichern? Games Post Continue Asset. Ich. Continue. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich das jetzt in einem durchspielen. Der Vanish ist. It looks like the legs of a frog hooked up with wires. And I'm pretty sure it moves when I'm not watching. Vielleicht bewegt es sich auch, wenn du hinsiehst. This oil looks expensive. Let's waste it. A human skull or a paperweight. It's a brain in a jar. I wonder what it's thinking. Ich frage mich, ob es überhaupt noch denken kann. I have no idea what's inside of this, but it glows. The door won't budge.
seems to be barred from the other side. I might be able to unscrew these hinges, though. Okay, message. Hallo, du sollst den Screwdriver nehmen. The screws on these hinges are rusty and stuck. I need some lubricant to loosen them up. Okay. I smeared some oil on the rusty screws. That should loosen them up. Ist meine Maus jetzt da oben hingekommen? Wieso macht die das? I'm free! Ich glaube, das sollten wir nicht sein. Journal page. Another piece of paper. This was written long before the last one. Die Arbeit geht gut voran. Ich habe die Ratte mehrere Stunden am Leben. Eine Stunde und 26 Minuten am Leben gehalten letzte Nacht. I find my life more and more polarized in two phases. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich die Treppe rauf und runter gelaufen bin wie ein Eichhörnchen jeden Tag. Aber jetzt verbringe ich die meiste Zeit meines Tages und mit Sicherheit auch die meisten meiner Gedanken hier unten in meinem Laboratorium. Ich gehe nur noch nachts hoch, um zu schlafen. Es ist warm, wärmer oben im Wohnzimmer. Aber es ist langweilig und unterstimuliert. Hier unten mache ich Erfolge. Hier unten ist das, was zählt. Und während ich wach liege neben meiner schlafenden Frau, wünsche ich mir oft, dass ich unten bei meinen Experimenten wäre. Da ist sie also noch am Leben? Steige ich jetzt nicht ganz hinter? Belladonna ist eigentlich ein Gift? Belladonna, er nimmt immer mehr Abstand. Seit dieser schicksalshaften Nacht, als unser Baby Lucas seinen letzten Atemzug getan hat, hat sie, ja, jede Stärke verloren, sich selbst zusammenzureißen. Gott weiß, was sie darüber denkt. Wenn sie in die leere Luft guckt. Und unruhig durch die große Halle läuft. Ich habe meine Aufmerksamkeit der Geschichte des Lebens und Todes gewidmet. Und kein Tag geht vorbei, an dem ich nicht denke, dass mein Sohn mir genommen wurde. Das ist der Gedanke, der mich antreibt. Meine großen Ambitionen. Mein eigener Sohn wird nie zurückkommen. Ich habe das jetzt akzeptiert, aber dank mir und meiner Arbeit... Achso, soll der grausame Kontrast zwischen Leben und Tod in der Zukunft weicher werden, vielleicht komplett verschwinden. Meine Frau ist emotional und intellektuell paralysiert, so scheint es mir. Qualitäten, die mich dazu gebracht haben, mich in sie zu verlieben. Sie sind alle, ja, ausgelöscht wie die Flamme einer Kerze. Deswegen wundert es mich noch mehr, dass ich mich dazu quäle, zu ihr ins Bett zu gehen. Die Schale, in die sie sich eingeschlossen hat, kann von nichts gebrochen werden, was ich sage. Es ist genauso schwer, als wäre sie in jemand anderen als mich verliebt. Ich fühle mich furchtbar, dafür es überhaupt aufzuschreiben. Nein. Es ist unmöglich zu denken, dass Belladonnas Desinteresse an mir darin begründet ist, dass sie einen anderen Mann trifft. Ich will ihr das nicht vorwerfen. Es ist nur einer der vielen seltsamen Ideen, die in meinem Kopf auftauchen, wenn ich hier unten alleine bin. Ich bin vielleicht einfach nur müde. Ich sollte vielleicht versuchen zu schlafen. Sobald das Herz dieser Ratte aufgehört hat zu schlagen.
Wolfram von Trauerschloss. Um Gottes Willen, was ist das denn für ein Name? Und ja, jetzt übersetze ich es ja doch. Hier ist ein Bett. Er ist also irgendwann nicht dabei. It looks like someone has been sleeping quite a lot in this sorry excuse for a bed, and it was hardly the suit of armor. But why would someone choose to sleep down here? There's a long stick here. Perhaps it was used to try to chase away rats when trying to sleep. Na toll, hätte ich mich voll gefühlt. More writings from the lonely doctor. Oh Gott, da ist aber auch viel Text hier. Ich kann das Gefühl nicht aus meiner Brust reißen, dass es irgendwas Wichtiges gibt, worum ich mich kümmern muss. Aber es ist noch nicht die Zeit jetzt. Das ist etwas hinter meiner Kontrolle, also irgendwas, was ich nicht kontrollieren kann. In the meantime, all I can do, in der Zwischenzeit ist alles, was ich tun kann, arbeiten. Ich mache Fortschritte. Einer exorbitanten langsamen Rate und nichts, was ich versuche, kann die Unruhe in meinem Kopf oder die Nervosität in meinem Kopf beruhigen. Ich schlafe nur noch ein paar Stunden in der Nacht und kann mich nicht daran erinnern an mein letztes warmes Essen. Ich habe Fieber und zucke bei dem kleinsten Geräusch zusammen. Was ist es, was ich vermisse? Ich verbringe mehr und mehr Zeit hier unten mit meiner Suche. Ich gehe nur noch nach oben, um im Master Bedroom zu schlafen. Die meisten Nächte, also wenn ich überhaupt schlafe. Ja, und die schläft halt da unten auf diesem komischen Bett im Keller. Es ist nicht so komfortabel, aber meine Nachforschungen sind wichtiger an diesem Zeitpunkt. Und Komfort ist nicht meine Priorität. Ich übersetze einfach das, was ich kann. Und am schlimmsten ist, dass ich nicht den Gedanken aus meinem Kopf bekommen kann, dass Belladonna mich vergessen hat und sich einen neuen Lover genommen hat. Ein neuer Mann in ihrem Leben. Jemand, der lebendiger ist als ich vielleicht. Jemand, der das Leben mit Freude und Optimismus ansehen kann. Ja, der zu ihr passt bei dieser eher Grabestragödie, also dass wir ihren Sohn verloren haben. Wer würde das sein? Ich kann mich an Freunde erinnern, die wir hatten. In meiner Erinnerung an unsere Hochzeit. Es war ein großes und festivitives Event, aber es ist Jahre her. Und dieses Schloss hat mehrere Besucher gesehen. Ich habe keine Zeit für soziale Zusammenkünfte und Belladonna scheint es aufgegeben zu haben. Hat alles aufgegeben zu haben, was schön zu sein scheint im Leben. Almost all of this stuff. Selbst das Personal hat uns verlassen. Wir haben nur noch das eine Mädchen, das die Schränke abstaubt und die Lichter in den Kamin anhält. Aber ich habe sie nicht oft gesehen in diesen Tagen. Alles, was ich weiß, ist, dass es ihr wohl gut gehen wird. Der kann also kein Mann in Belladonnas Leben sein, außer mir. Wenn das dein größtes Problem ist, Junge? Another locked door. Let's take a peek through. The stick is long enough to reach the key, but how will I grab it? Okay, das heißt, du brauchst noch irgendwas. Ist auch echt nicht so, dass sie gruselig aussieht, ne?
Hallo, könntest du noch ein Stück nach unten nehmen? What a dedicated knight to guard a damp dungeon like this. Maybe he was demoted. Maybe he likes the dark. Maybe he's secretly a poet. I bet his name is Roland. Hey, Roland. I need some. Ja, ich weiß. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir noch irgendwas brauchen. Aber ich weiß nicht was. Haben wir eine? Nein, haben wir nicht. That is one ugly gargoyle. Looks like a George to me. Hi, George. Sie gibt doch einen Namen. Den Skull. I'll call it Yurik. Yurik. The toolbox is empty. Er gibt echt die. Warum ist meine Maus mit einem Mal irgendwo ganz anders als sie? Now is not the time. Okay, es scheint aber, als würde die Zeit irgendwann noch mal kommen, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht. Wir holen jetzt nicht unseren Ehemann zurück, oder? Warum ist meine Maus mit meiner oben, wenn ich da hinten war? Das ist ein bisschen irritierend. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier was finden. Eigentlich müsste es hier irgendwo rumliegen. Hello, Roland. I need something else. Sehe ich auch nichts. It looks like someone has been sleeping quite a lot in this sorry excuse for a bed. And it was. Ja. That won't work. Okay. Aber hier ist ja sonst auch nicht ganz viel, ne? Was ist denn das Problem? Ist hier oben noch irgendwas? Ne, die Kette, da kann ich auch nichts mehr anfangen. Another locked door. Let's take a peek through. Ja, ich würde ja gerne mit dem. The stick is long enough to reach the key, but how will I grab it? Ja, wir brauchen so ein. Das geht nicht. So ein Haken oder sowas. Das da willst du nichts mitmachen. Das ist auch schön, dass wir so unfassbar viele Optionen haben in dem Spiel. An dir kann ich nichts abmachen, ne? Ne, schade eigentlich. Entschuldigung, das war einfach so kurzfristig ein Gedanke. Kann ich den Stick mit Roland benutzen? Nothing happens. Okay, schade. Ich meine, ist hier drüben immer, habe ich das Gefühl? Nee. Schon wieder. Warum macht er das? Spiel, ernsthaft, das musst du nicht tun. Haben wir hier denn irgendwas, was irgendwie. Magnet! Warum habe ich den denn vorher nicht gesehen? I love magnets. Kann ich das? Look, I can attach the magnet to the end of this stick. Ernsthaft. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich bin mich auch ein bisschen blind, ne? Was ist das, wenn meine Maus ständig verzieht? Das ist echt ein bisschen anstrengend gerade. Durch. Another locked door. Let's take a peek through. Ja, machen wir das doch. Yes, hallo. Let's hope this works. Haha, just as planned. I got the basement key. Ja, dann lass uns doch bitte von hier verschwinden. Couple of cogwheels on the floor. They must have fallen off the mechanism when the door slammed shut. I wonder if I can put them back. More letters. Has he figured it out yet? Was ist denn furchtbar los, dass er hier überall seine Zettel verstreut? Das ist schon ein bisschen anstrengend.